Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Blade and Sword. Ja, ich habe mich schon wieder in die Position gebracht und wir sind hier beim Lagerfeuer. Jetzt können wir mal gucken, ob wir reparieren können. Bam, bam. Erledigt. Klick, um vorzufahren. Brief von der Bambuswache Gong, Samstick. Ihr wisst nun, wie man Waffen repariert. Gut gemacht. Denkt stets daran, eure Waffen zu reparieren, sonst werden sie nutzlos. Hier los. Handelsunion der Drachen? Wer bist du? Ja, wer seid ihr und was wollt ihr? Dojun schickt mich. So? Ihr gehört nicht mal zur Wache. Denkt Hauptmann Dojun, ein Mitglied der Bambuswache wäre ein Spion? Ich dachte, er vertraut uns. Spion? Was? Vergesst es. Da ihr nun schon mal hier seid, habe ich Arbeit für euch. Mal sehen, ob man dem hier vertrauen kann. Folgendes. Jemand hat mich ausgenockt und das Schießpulver der Wache gemopst. Ich sah nicht mal das Gesicht des Banditen. Ich weiß nur, dass Umsuji mir nicht geholfen hat. Als man mir eins über den Schädel zog, lief er davon. Als ich ihn fragte, was passiert ist, lachte er mich aus. Sagte, er verrät es mir nur, wenn ich ihm einen Gefallen täte. Ist er nicht nutz. Ich würde es ja selbst erledigen, aber ich spüre die Auswirkungen des Schlages immer noch. Auf gar keinen Fall fasse ich einen Leichnam an. Da ihr schon für Dodan einspringt, redet mit Umsuji. Wenn er Ärger macht, ruft mich und ich kümmere mich um ihn. Ich habe keine Angst vor Umsuji. Es ist Zeit für das zweite Training. Lest den Brief. No, es geht ja auch mir wieder in den Sack, ey. Und noch mehr. Mission, Alter, es kommt ja. Jingxi hüpfen die ganze Zeit. Nee, Jiangxi. Ah, habt ihr beim Hereinkommen die Blut Jiangxi gesehen? Ich habe noch nie so viele auf einen Haufen gesehen. Blut Jiangxi sind klein, zappelig und lästig. Sie dürfen nicht weiter stören, doch. Jiangxi wachen nicht von alleine auf. Irgendjemand erweckt sie mit Zauberschüssen zum Leben. Das bereitet mir Sorgen. Was meint ihr? Nur jemand, der mit dunklen Künsten bestens vertraut ist, könnte so viele Jiangxi beschwören. Der Talisman auf ihrer Stirn könnte mir vermutlich verraten, wer sie erschaffen hat und wie man sie bannen kann. Wie kann ich helfen? Wenn ihr zu bereit seid und in der Lage seid, bringt mir bitte Talisman von der Blut Jiangxi. Dann kann ich herausfinden, wie wir ihre Geister vertreiben können und wer sie überhaupt erweckt hat. Okay. Was? Ein Boss? Was? Wenn ihr euch über mich lustig macht, wollt, müsst ihr euch hinten anstellen. Was ist geschehen? Der Pirscher Jiangxi ist passiert. Ich wollte ihm den Talisman abnehmen. Das hat ihm nicht gefallen. Er griff mich mit seinen Klauen an. Das Monster stank nach Eiernudeln und faulen Zähnen in Großmutters Kleiderschrank. Als er mich erwischte, fühlte ich mich mit einem Schlag um 50 Jahre gealtert. Ich heute so laut auf, dass die räudigen Wölfe in den Hügeln dachten, ich wäre einen von ihnen. Manche Wachen halten mich für einen Feigling, aber die reißen sich auch nicht darum, gegen den Pirscher Jiangxi zu kämpfen. Außer euch hat hier niemand den Mumm in den Knochen. Könnt ihr dem Pirscher Jiangxi bitte den Talisman abnehmen? Mit dem Talisman werden wir einen Weg finden, diesen Albtraum zu beenden. Oh. Klar, machen wir mal. Hallo auch. Ich sah euch mit Hige ansprechen. Ha, hat der Rohling etwa Angst vor mir? Nein. Wollt ihr wirklich wissen, wer diese kostbare Kiste gestohlen hat? Dann wisst ihr ja. Erst müsst ihr mir einen Gefallen tun. Und welche wäre das? Eigentlich ist es mir ein Dienst an der Öffentlichkeit. Ihr müsstet ein paar Leichen für mich verbrennen. Immer noch da? Echt mutig. Und? Seelen sind unsterblich. Stellt euch vor, ewig in dieser Hölle zu leben und zu leiden. Verbrannt werden ist ein Segen, glaubt mir. Okay. Das Verbrennen bringt die Seelen ins Geisterreich, wo sie Frieden finden. Könnten wir das doch nur auch. Ihr habt sicher die armen Blut Jiangxi gesehen. Sie leiden. Stellt euch vor, in dieser Gestalt im Wald gefangen zu sein. Nicht so schön. Das ist eure Aufgabe. Besänftigt diese Seelen und verbrennt ihre Körper. Habt ihr Angst?
Ist der Gestank des Todes zu viel für euch? Nö, das ist Alltag. Nun, tapfere Krieger, das Töten fällt euch leicht, das Aufräumen hinterher auch? Vorsicht, verbrennt euch nicht die Finger. Einfach. Was ist das da? So, noch irgendwelche Missionen? Nein? Gut. Husch. Was ist das? Oh, da ist er. Erledigt also. Da ist ein blutig. Jingsang. Ha. Hey, meine Beute. Verbrennen. Ah, da ist ein Ofen. Dum, 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 dum. Nächsten. Wollen wir noch einen da? Na, ja, muss gleich. Na, okay, doch. Haben wir die schon mal erledigt, die Mission? Jemand ohne Fahrschein. Da. Nein, der kommt auf uns zu. Den überleben den. Ha. Gleich den nächsten. Okay, auch nicht. Noch jemand? Ja, den. So, hier haben wir einen Brief bekommen. Oh, nee, oh je, ich glaube, ich werde krank. Haltet besser Abstand zu mir. Ich wollte euch aber einen Brief schreiben und für eure Hilfe danken. Cool. Wieder hier hoch, oder? Sprich mit Mondschattenfriedhof. Hey, Grashüpfer, ich bin es, Hajun. Ratet mal, es ist wieder Trainingszeit. Ich bin gerade beim Banditenversteck. PS, ja, ich hätte dieses Training auch draußen veranstalten können, in Sicherheit und nicht umzingelt von mörderischen Banditen. Aber seht das einfach als Teil eures Trainings. Kins. Oh. Die haben seine Spielschnee jetzt mal.
Sieht aus, als hättet ihr gegen Blutjungs gekämpft und überlebt. Hier sind die Talismane. Wartet. Habt ihr die sicher hier gefunden? Diese Art Talisman habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen. Es gibt nur einen, der dieses Talisman verwendet. Neguro. Es kann nicht sein, er ist tot. Ich hörte, hier sind dunklere Mächte im Spiel, als ich dachte. Ich werde dem nachgehen. Danke für eure Hilfe. Alles klar. Ihr habt das mit den Leichen gut gemacht. Dann bin ich dran, zu sagen, was ich weiß. Hört mir gut zu. Ja. Die Bambuswache wurde von den Zwielichtnattern feige angegriffen, wie die Lebenden es ebenso tun. Mhm. Seid ihr sicher? Ich stehe zu meinem Wort. Nur die Lebenden lügen. Nehmt eure Rache. Lasst Leute wie mich hinter euch aufräumen. Ihr sagt es besser, Yigan. Er wartet sicher nur darauf, euch Befehle zu geben. Hoffentlich zahlt er anständig. Gutes Personal ist schwer zu finden. Schönes Leben noch. Bis bald. Okay. Hey, gib mir Geld. Gute Arbeit. Ihr kennt keine Furcht, was? Ich sah euch die Leichen tragen. Schade, dass ich solche Kopfschmerzen habe, sonst hätte ich es selbst getan. Was hat Umizoichi gesagt? Er sagt, die Zwielichtnattern hätten euch beraubt. Die Zwielichtnattern? Oh nein, das ist derzeit zu viel. Sie sind Teil des Lumang-Syndikats, einer großen Verbrecherbande. Aber sie haben unsere Schichtpulver, wir müssen handeln. Geht zu unserem Lager nordöstlich von Ewigdämmer und weckt alle auf. Gi Bongza hat dort das Kommando, er soll euch helfen. Außerdem möchte ich mir euch für eure Hilfe danken. Da hat jemand keine Angst. Ihr könnt die Essenzen beim Glücksrad drüben benutzen. Vielleicht gewinnt ihr eine Waffe oder einen Bagua. Welche Essenzen? Essenz des Pirscher Yangtze. Ich habe meinen ältesten Enkelsohn einen Goldring geschenkt. Seit er von der schwarzen Ramme ermordet wurde, ist der Ring verschwunden. Alle sagen, er trug den Ring und die schwarzen Ramme hat ihn gestohlen. Aber mein Amyo war clever. Bestimmt hat er den Ring vor seinem Tod versteckt. Vielleicht in seiner Uniform. Um Doji weiß, wo er ist, da bin ich mir sicher. Bitte fragt ihn danach. Sein Totengräber bestehlen die Toten. Wer etwas anderes behauptet, ist noch viel blinder als ich. Wir machen erstmal hier. Wie geht das? Ein 3er Set Pirscher Bagua erhalten. Okay. Und wir brauchen jetzt einfach mal alle. Geht noch eins? Geht noch eins? Schreck nur 11. Er weiß auch nicht, wie es geht. Wie kann ich das machen? Okay, ich glaube, jetzt ist alle. Jetzt haben wir nichts mehr. Alles klar. Oh, das ist eine Menge Zeug. Aber wirklich eine Menge. Was haben wir denn hier? Belohnung. Handeln ist möglich, um die Kiste zu öffnen. Okay, wir haben hier 15 Schlüssel. Ja, machen wir alle auf. Ganz ruhig, Leute, ganz ruhig. Das ist ein Verlies verlassen Ding. Was ist das? Aha. Eine Kiste. Aufmachen. Ausrüstbar von allen. Zu versiegeln. Was nützt mir das? Auch noch mehr von den Teilen. Meine Güte.
wir gehen mal hier hin. Wir brauchen noch einen hiervon. Kritisch, kritisch, kritisch. Ein davon. Dann hier einen. Davon. Wir schmeißen den mal raus. Und dafür brauchen wir noch einen hier oben. Nee. Auch nicht. Haben wir keinen? Na doch. Na doch. Ha, erledigt. Was ist mit den Teilen? Das sind jetzt viel zu viele, oder? Oder? Anscheinend kann ich die dann ja auch ablegen. Oder verkaufen, so in der Art. Ah, das kann ich auch später mal machen. So offline ein bisschen. Okay, das sind ganz normale. Schließlich der Hongmon. Was ist der Unterschied? Hängt von der Qualität der Gegenstandsqualität ab. Okay, mit denen kann man anscheinend alles öffnen. Und hier ist schon mal spezieller. Okay, lassen wir das mal in Ruhe. Alles klar, wir nehmen noch hier die Mission an. Hier noch rumliegen. Spart euch die Höflichkeit. Ich habe euch mit Ahnen reden hören. Er hält mich für einen Dieb. Dabei sieht jeder, dass ich nicht reich bin. Ich habe Amiro seit Wochen schon mal gesehen. Mit der Tod doch lebendig. Ihr solltet Ju Ji Pyu Jung befragen. Also Jung begraben. Da haben wir noch jemanden. Entschuldigt, aber würdet ihr bitte mit den Grabwächern da drüben sprechen? Sein Name ist Da So und hat die Aufgabe, die Wiedergänger zu vertreiben. Als ich ihn nach Neuigkeiten fragte, reagierte er so ungehalten und abwehrend. Ich möchte seine Gefühle nicht verletzen haben. Ich muss wissen, wie die Lage ist. Vielleicht habt ihr mehr Glück bei ihm. Bei wem? Ach, da. So, aber was wir erfahren von ihm, das werden wir in der nächsten Folge sehen. Bis dahin, tschüss.